Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich lade Sie gerne ein zu einer weiteren Sendung von Mystery Talk. Mein Gegenüber heute ist der André. André ist Berater hier bei Vitalogos und ist Hypnotiseur, ist Mentalcoach und energetisches Medium. Lieber André, herzlich willkommen. Ja, hallo lieber Thomas, danke schön für die Einladung hier in die Sendung. Ich freue mich, dass wir heute uns als zwei Männer hier im Team auch mal unterhalten und ein wenig über meine Arbeit sprechen. Freue ich mich, danke für die Einladung. Das ist gern geschehen. Wenn ich höre Hypnotisieren, das ist so ein Thema, was mich sehr interessiert, weil da sieht man ja sehr viele Sachen und hört viele Sachen. Und da sind ja auch sehr viele Sachen möglich. Kannst du mir darüber etwas erzählen? Ja, mache ich gerne. Also erstmal erkläre ich, wie ich überhaupt zur Hypnose gekommen bin. Mhm. Weil damit auch die Zuschauer wissen, Mensch, wie ist der denn da überhaupt zu gekommen? Und zwar ist es so, ich hatte auch ganz normalen Job, wie jeder andere auch. Aber ich war sehr jung, 22, und habe das erste Mal einen Hypnotiseur gesehen. Ein Show-Hypnotiseur. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, warum, wieso, weshalb. Und da habe ich wirklich gedacht, was für ein Quatsch, das gibt's doch gar nicht. Was macht er denn da mit den Menschen? Ja, die haben Dinge gemacht, die sie so vielleicht nicht machen würden, wenn sie unter Freunden wären. Und dann nach dieser Show habe ich gesagt, bekommen die alle Geld, sind das Schauspieler? Und dann hat er gesagt, probier es doch mal aus, lass dich mal darauf ein, du musst das fühlen. Und da habe ich mich dann selbst darauf eingelassen, ja, selber die Hypnose an mir erfahren, gespürt. Und ob du es mir glaubst oder nicht, nach dieser Show bin ich rausgegangen und da hat es mich wie ein Blitz getroffen. Ich werde Hypnotiseur. Wie ein Blitz. Ich bin da nicht mehr von abzukriegen gewesen. Und dann habe ich mir einen Show-Hypnotiseur gesucht, weil ich habe mich erstmal schlau gemacht, bei wem, bei wo. Und dann habe ich einen gefunden, wo ich ein gutes Gefühl hatte und dort bin ich dann sozusagen in die Lehre gegangen. Mhm. Habe also sofort von heute auf morgen meinen Job gekündigt, bin Hypnotiseur geworden und seitdem mache ich das. Das sind jetzt 14, 15 Jahre und das kann ein Mensch haben im Leben. Wir beide kennen das, wenn du deiner Berufung folgst, wenn du deiner Leidenschaft folgst. Und das habe ich in dem Sinne getan. Ich habe vorher ja nicht gewusst, was das ist oder wie man seiner Berufung folgt, woher auch. Hab ja nur ganz normal im Hamsterrad funktioniert, sage ich immer jetzt mal so. Ne? Ja. Schule, Arbeit, das, was erwartet wurde. Und da habe ich dann angefangen, mich zu entfalten. Und auf meinem Werdegang dann als Showhypnotiseur kommen natürlich die ganzen Dinge, die nebenbei mit der Hypnose verändert werden. Erkläre ich gleich noch viele Dinge von. Da habe ich mich dann auch weitergebildet, weil ich gespürt habe, dass die Menschen auch nicht nur den Schlüssel brauchen, sondern sie brauchen auch den Dreh dafür, also die Motivation, was zu verändern in ihrem Leben. Und während ich das dann gemacht habe, die Motivation, die Hypnose, habe ich gespürt, dass ich energetisch mit denen arbeite. Das war mir so nie bewusst. Und da habe ich dann diese energetischen Fähigkeiten erstmal wahrgenommen und auch erstmal zugelassen. Und so ist mein Weg vom Hypnotiseur zum Motivationscoach zum energetischen Medium gewandert. So, ja, ohne dass man es vor einem bewusst ist selber, woher auch. Ja, wenn du jetzt so hypnotisierst, brauchst du die Leute vor dir oder ist es auch möglich, dass du zum Beispiel auch gewisse Gedankengänge beeinflussen kannst aus der Distanz oder am Telefon, also dass du da Einfluss nehmen kannst, im guten Sinne selbstverständlich, dass sich Leute, die zum Beispiel anrufen jetzt bei Vitalogos, dass du auch mit Hypnose da arbeiten kannst? Hypnose ist Kommunikation. Ja, da muss man niemanden anfassen für, dafür muss man auch niemanden irgendwie tief in die Augen schauen. Hypnose ist Kommunikation. Es geht über die Stimme, über die Kommunikation. Ich leite jemanden in diese Hypnose, ich leite jemanden an in diesen Trancezustand. Und das funktioniert auch am Telefon, das funktioniert auch über Videotelefonie, das funktioniert auch über Skype. Und das ist Stimme, Kommunikation. Das ist eigentlich alles. Und wenn jemand eine Telefonhypnose haben möchte, dann regelt man das auch so, dass man eine Freisprecheinlage hat, dass man
ein bestimmtes Wort sagt, dass die sich auch selber wieder zurückholen, falls der Nachbar mal klingelt oder sowas. Mhm. Auch sowas kann ja mal vorkommen, wenn man am Telefon ist. Das ist alles möglich. Muss jeder für sich selbst wissen, wenn er das machen möchte. Möglich ist das auf jeden Fall. Und Sie müssen nicht immer genau vor mir sitzen. Das ist natürlich die bequemste Art und Weise, auch die persönlichste. Finde ich auch sehr schön, wenn die immer Privatbuchungen machen, dass man immer zueinander sitzt, so wie wir beide auch. Aber es gibt auch Menschen, die können vielleicht nicht weg, haben vielleicht keinen Führerschein, kein Auto, je nachdem, was dort ist. Und dort kann man natürlich auch eine Fernhypnose machen oder halt eine Fernenergiearbeit, je nachdem, was sie sich gerade wünschen. Das ist auch über die Distanz möglich. Wichtig ist, dass sie mich hören und wichtig ist, dass sie sich darauf einlassen. Mhm. Das heißt, wenn du hast jetzt gerade das erwähnt, dass wenn man den Leuten gibt man so ein Codewort, wo sie sich selber zurückholen können. Das heißt, ich habe das ja schon mal im Fernsehen oder mehrere Male im Fernsehen gesehen, dass die Leute, da macht man so zack und dann fallen die um und dann schlafen die. Also das ist, vielleicht ist das nur eine Art Hypnose oder kann man auch so eine Art Wachhypnose haben in dem Sinne? Genau, das, was du jetzt sagst, ist die typische Blitzhypnose, die wir Hypnotiseure immer machen, die Showhypnose sozusagen. Du musst dir das so vorstellen. Showhypnose, das ist das, was man immer so auf dem Jahrmarkt sieht, im Zirkus sieht, auch die Shows, die ich mache, im Fernsehen sieht. Das ist hier oben, das ist die Mutter aller Hypnose. Das wissen viele gar nicht, weil viele machen Hypnosekurse, wissen aber die Geschichte nicht. Man muss auch ein bisschen über die Geschichte wissen. Der Hypnotiseur ist früher mit seinem Wagen Stück für Stück mit seinem Wagen von Dorf zu Dorf gefahren. Und dann hat er in den Dörfern sein Zelt aufgebaut und durch die Hypnoseshow sein Können gezeigt. Und danach sind die Leute dann gekommen und haben gesagt, André, Entschuldigung, lieber Hypnotiseur, kannst du mir vielleicht da und dabei helfen? So wie es bei meinen Shows dann auch ist. Dann öffnen die sich, die wissen, der kann seinen Job, die wissen, was möglich ist. Und so ist der Showhypnotiseur eigentlich zu seinen Klienten gekommen, zu seinen Kunden sozusagen. Und dann gibt es natürlich Menschen, die sagen, okay, Show ist nicht so mein Ding. Die machen dann aber beim Showhypnotiseur eine Ausbildung, sage ich jetzt mal so. Und dann sagen sie, nee, mit Show wollen wir nichts zu tun haben. Wir machen nur gesundheitliche Hypnose zur Unterstützung, was sehr gut ist, was auch wichtig ist. Aber die Mutter der Hypnose ist halt die Showhypnose, weil dieses Wort Show darf man so nicht als Show sehen, sondern als Vorführung. Wir amerikanisieren ja immer alles, deswegen das Wort Show. Aber es geht einfach darum, den Menschen zu zeigen, was möglich ist. Und wenn Sie dieses Vertrauen haben, zu sehen, was möglich ist, dann sehen Sie auch, dass du das kannst. Es gibt viele, ich will um Gottes Willen keinen aus meiner Zunft kritisieren, würde ich nie machen, um Gottes Willen. Aber es gibt viele in verschiedenen Bereichen, die haben einen schönen Anzug an, reden, aber können nichts. Ja? Ich will das jetzt nicht als Kritik anwenden, sondern wenn du einen Handwerker hast, der die schmutzigste Hose hat, der ist immer am fleißigsten. Der den Anzug hat, der ist nur am Reden meistens. Ja? Also ich habe noch keinen Dachdecker auf dem Dach gesehen mit dem Anzug. Ja? Eher nicht, nein. Nee, genau. Und so ist es eigentlich. So ist es eigentlich entstanden. Warum die Showhypnotiseure heute so kritisiert sind, weiß ich nicht. Ich werde selber auch manchmal kritisiert von Menschen, die auch Hypnotiseure sind. Ich weiß nicht, wo dieser Konkurrenzkampf herkommt. Finde ich total schade. Man kann sich besser zusammentun und neue Methoden entwickeln. Ja, man kann sich doch zusammentun. Nur gemeinsam ist man stark. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Aber das ist in allen Branchen wahrscheinlich. Vom Handwerk bis zum Bäcker. Ja, denke ich auch. Ne? Dieses Hypnotisieren, so wie ich dich fühle, willst du auch Menschen helfen. Also das ist so deine Berufung. Berufung kommt ja aus dem Wort Beruf, also ganz hast du dir auch zum Beruf gemacht. Wie kannst du den Leuten helfen mit der Hypnose? Also ich weiß, du machst eine Kombination, aber die Hypnose selber, wie kannst du den Leuten da eine Hilfestellung geben? Das Wort Hypnose heißt übersetzt Schlaf. Das ist nur das Wort, was die Griechen praktisch so erfunden haben, weil die Menschen immer aussehen, als wenn sie schlafen. Aber die Menschen schlafen nicht. Der Körper, der hat sich abgeschaltet und gesagt, okay, ich halte mich jetzt mal da raus. Aber der Kopf, der ist hellewach. Ein Hypnotiseur kommuniziert mit dem Unterbewusstsein. Und in unserem Unterbewusstsein sind viele, viele Glaubenssätze und Verhaltensmuster drin programmiert, deren wir uns manchmal selber gar nicht bewusst sind.
Ja, warum auch? Es erklärt uns keiner und es stellt auch niemand in Frage, wir selber ja manchmal auch nicht. So, und manche Verhaltensmuster tun deinem Körper nicht gut. Das heißt vielleicht falsche Ernährung. Ja, falsche Ernährung. Wir Menschen sind heute in dieser schnelllebigen Zeit, dass wir uns viel mit künstlichen Lebensmitteln ernähren. Alles muss schnell gehen. Fast Food, Fertigprodukte, ungesunde Säfte. Und dieses Essverhalten kann zur Gewohnheit werden. Ja, und das programmiert sich im Unterbewusstsein ein. Und wenn du das immer wiederholst, dann hast du natürlich ein schlechtes Ergebnis körperlich. Schlechte Essgewohnheiten sind schlechte körperliche Gewohnheiten. Ja, also dein Körper, der verändert sich negativ. Ja, ein gesunder Körper sieht gut aus, ein schlecht gesunder, also ein schlecht ernährter Körper hat Defizite. Mhm. Muss jetzt nicht jeder so für sich als wahr empfinden, aber zu 99% ist das. Und diese Essgewohnheiten kann man in der Hypnose, in der Kommunikation halt verändern, positiv verändern, dass man bewusster auf seine Ernährung achtet. Oder auch beim Rauchen, dass man das Rauchen praktisch im Unterbewusstsein einfach löscht, weil das ist auch nur eine Gewohnheit. Viele meinen immer, dass Rauchen, ja, ich will jetzt nicht sagen Sucht, viele meinen, das unterliegt einer Sucht. Ich bin der festen Überzeugung, dass es keine ist. Ja, jeder muss es für sich selbst empfinden. Dann sagen immer die Raucher, nee, das ist eine Sucht, ist okay. Dann frage ich immer, kennst du denn einen, der so aufgehört hat? Ein Raucher kennt immer einen Raucher, der so aufgehört hat. Der hat nicht gezittert, der hat nicht gesabbert und der ist auch nicht umgefallen. Ja? Das ist richtig. Genau, da beweist man sich selbst eigentlich immer, dass es keine Sucht ist. Es gibt Menschen, es gibt Frauen, die werden schwanger, hören sofort auf, ja, programmieren sich praktisch im Unterbewusstsein sofort auf Leben schenken, aufhören zu rauchen. Es gibt Menschen, die bekommen eine böse Nachricht vom Doktor, hören sofort auf. Und es gibt welche, die versuchen es immer und scheitern immer. Mhm. Und das ist eigentlich genau der Grund, warum manche nicht aufhören können zu rauchen, weil sie einen Selbstzweifel in sich, in ihrem Unterbewusstsein abgespeichert haben. Sie sagen ihrem Unterbewusstsein ja schon, ich schaffe das nicht mit der Ernährung umzustellen und ich schaffe das auch nicht aufzuhören mit dem Rauchen. Ja, wenn du Menschen fragst, die das Laster haben, dann geben sie dir ja schon die Antwort. Sie sagen sich das ja schon und dein Unterbewusstsein ist verpflichtet, dir das zu geben, was du ihm einprogrammiert hast. Das ist ja generell so. Also ich programmiere meine Gesundheit eigentlich, wenn ich jeden Tag sage, es geht, das tut weh und das tut weh, es geht mir schlechter. Das ist, also ich nenne das immer so diese Negativspirale, die ja immer größer wird. Ganz genau. Und dann ist es ja auch daran, dass man das im Unterbewusstsein das ja drehen kann. Ganz genau. Und da bist du jetzt auch unterstützend mit deiner Hypnose, dass du sagst, ich kann dich mit Hypnose, natürlich auch mit der Motivation, da bist du auch geschult drin, kannst du die Leute umdrehen. Ganz genau. Und sie wieder eigentlich im Denkmuster so verändern, dass es eigentlich vom Kopf bis in die letzte Zelle wieder umprogrammiert wird. Also quasi wie ein Computer, wo man einfach ein Delete macht, also ein Löschen. Ganz genau, ja. Ganz genau. Und diese Kombination zusammen bringt das Ergebnis. Mhm. Hypnose, die Kommunikation mit dem Unterbewusstsein, etwas zu verändern. Die Motivation, dass derjenige auch wieder an sich selber glaubt, dass er die Motivation hat, was zu ändern. Und dann die energetische Arbeit, dass er auch energetisch die Kraft hat, energetisch auch den Mumm wieder in seinen Knochen spürt, das auch in Angriff zu nehmen. Weil das ist ja auch wichtig. Manchmal sind Menschen energetisch so ausgebrannt, dass sie gar nicht merken, wie viel ihre Kraft wegsaugen. Ja, du kannst ja der perfekte, energetisch super gut aufgestellt sein, hast aber 4-5 Menschen um dich herum, die dich leersaugen, weil du ein starker Mensch bist. Ja. Ne? Und dich nicht schützt. Dann hast du nichts mehr über. Das für ist dein Vorhaben, sage ich jetzt mal. Oder du kannst dein Vorhaben nur noch mit halber Kraft bewerkstelligen. Mhm. Das ist ja, was viele Menschen gar nicht so bemerken. Woher auch? Es erklärt ihnen ja keiner oder es zeigt ihnen keiner. Es hilft auch nicht zu wissen, was ich alles kann. Das bringt es auch nicht, sondern ich muss mit Lösungen für den Menschen kommen. Ja. Dem Menschen hilft das nicht zu wissen, der ist Hypnotiseur, der ist energetisches Medium, der ist Motivationscoach, sondern er fragt André, welche Lösung hast du für mich? Welches Ergebnis hast du für mich? Darauf kommt es an. Viele erzählen immer, was sie können, was sie tun, was sie machen. Das hilft nicht. Du musst mit Lösungen kommen. Der Mensch, der braucht Lösungen. Und das ist das, worum es mir geht. Ja. Das ist, wenn jemand kommt und André, kannst du mir da helfen? Ja,
Ich helfe dir, die Tür aufzumachen, aber durchgehen musst du selber. Also mach mal flinke Füße, geh da mal durch. Ja. Da muss er eben selber ganz genau an sich auch arbeiten mit deiner Hilfe. Ganz genau. Also mit deiner Unterstützung. Ganz du gehst, genau. Du begleitest den Menschen einen gewissen Weg, bis er eigentlich so weit ist, dass er das wieder selber oder die Rädchen wieder selber von sich drehen. Ganz genau, ganz genau. Du hast was Interessantes erwähnt, also dieses Wort Glaubenssätze. Ganz genau. Also ich erlebe das auch viel, dass Leute sagen, ich wurde in der Kindheit gemobbt, also ich wurde von meinen Geschwistern gemobbt, in der Schule gemobbt. Also jetzt nur als Beispiel, da bleibt was hängen. Und wenn ich so dann sie frage, so über ihren Lebenszyklus, die sind jetzt vielleicht etwas älter, dann merke ich, dass da Blockaden entstanden sind aus diesen Glaubenssätzen. Ganz genau. Das kannst du auch lösen. Ganz genau. Diese Glaubenssätze, wenn man sie denn entdeckt, das ist ja auch schwer, sie zu entdecken. Man muss sie erstmal rausfiltern. Man muss sich erstmal selber als Klient, Mensch, jetzt sage ich mal, fragen, wo habe ich denn Defizite? Wo fühle ich mich denn unwohl? Und wie will ich mich stattdessen fühlen? Mhm. Du kannst ja immer nur einen Glaubenssatz dann enttarnen, wenn du in einer Situation bist, in der du dich nicht wohlfühlst. Und wenn du dich in der Situation nicht wohlfühlst, wie will ich mich denn stattdessen fühlen? Ja, zum Beispiel Mobbing, man ist jetzt dick. Ja, das ist ja leider ein Thema in der heutigen Gesellschaft, leider. Leider, ja. So, du bist jetzt etwas korpulenter und jemand anders lacht über dich. Und du bist es einfach aus der Kindheit schon gewohnt, dass jemand über dich lacht. Und wenn du dich in dieser Situation unwohl fühlst, da ist schon der Glaubenssatz, weil dein Körper sagt dir über die Gefühle immer, ob etwas richtig oder falsch ist. Mhm. Und das heißt, wenn du dich in der Situation nicht wohlfühlst, sagt dein Körper, da stimmt was nicht. Also entdeckst du in dem Moment diesen Glaubenssatz. Ja, ich bin dick, ich werde nicht gemocht. Und das kannst du natürlich, diese Blockade kannst du natürlich löschen. Die musst du erstmal rausholen, dann wird die gelöscht und dann werden wir die mal durch die richtige ersetzen. Was ist denn die Wahrheit dann für einen Menschen? Natürlich, dass er gemocht wird, dass er es wert ist, gemocht zu werden, dass er einen guten Charakter hat. Mhm. Und dann, wenn er dann noch diese Motivation dazu kriegt und die Platte mit den Essgewohnheiten umgetauscht wird, dann wird aus diesem Menschen ein wundervoller Mensch. Das ist, ich glaube, das kann ich nachvollziehen. Oder? Tust du dann diese Glaubenssätze auch mit den Leuten erarbeiten? Also du tust das auch im Gespräch, also wir haben jetzt die Hypnose, Motivation, du fühlst ja auch. Der Mensch muss ja selber erkennen, oder man muss es mit ihm im Gespräch erarbeiten, wo ist dein Manko? Und viele wissen das auch noch. Die wissen, ja, da hat sich etwas bei mir manifestiert und das begleitet mich und ich kriege da eigentlich den Fuß nicht nach vorne. Also ich drehe mich dann immer eigentlich auf dem Platz. Ja. Da tust du mit dem Klienten in dem Sinne, tust du dann ein im Gespräch das herausfiltern mit ihm zusammen oder wie kann ich mir das ganz vorstellen? Ganz genau. Erstmal muss man eine Selbstanalyse machen. Das heißt, egal was ich entdecke, das hilft ihm ja nicht. Er muss es ja für sich selbst entdecken und für sich auch selbst wahrnehmen und sich selber eingestehen, ja, stimmt, da fühle ich mich nicht wohl, das habe ich so noch nicht gesehen. Das ist blöde, das ist nicht schön, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja, manche belügen sich ja selber, um sich selbst zu schützen. Und diese Blockade, sich selbst in einem anderen Licht zu sehen, als es ist, ehrlich sein zu sich selber, da muss man hinkommen. Und wenn man diese Mauer gefallen, wenn diese Mauer, die kann ich nicht einreißen, ich kann nur auf die Mauer zeigen und sagen, hier, schau mal, ich glaube, da bist du nicht ehrlich zu dir selber. Und wenn der Punkt kommt, dass ein Klient zu sich selber ehrlich ist und merkt, verdammt, ich habe mich selbst belogen, dann haben wir angesetzt. Also dieses Selbstlügen ist zum Beispiel, wenn jemand etwas korpulenter ist und so und der einfach sagt, ich fühle mich wohl in meinem Körper. Ganz hat seine 150 Kilo, mag nicht mehr die Treppen hoch, etc. Das ist eigentlich die Selbstlüge, die man sich dann auch selber programmiert und sich dann natürlich auch wohl fühlt. Also da gibt es zwei Varianten. Entweder mache ich etwas für meine Gesundheit, nehme ab, oder ich belüge mich weiter und sage, es ist mir wohl so, und dann kriege ich eigentlich mich selber nicht vom Fleck und gehe dann in die Krankheit rein. Ganz genau, weil du was ganz anderes machst. Du machst ja was ganz anderes. Ja. Ne, du machst was anderes, als du eigentlich willst. Genau. Du belügst dich selbst, ganz genau so, wie du das sagst. Und da
das gehört, für mich gehört das alles zusammen. Erstmal die Blockaden lösen, die Glaubenssätze herausfinden, dann wieder die Motivation, das umzudrehen und dann natürlich die Kraft, die Power und die Energie wieder in den Menschen hineinzubringen, dass er sein Leben in die Hand nimmt und sagt, ich kann wirklich alles, alles erreichen, was ich will. Und darum geht es nämlich, dass jeder Mensch wirklich alles erreichen kann, was er will. Er muss es sich ja nur selber sagen. Wir Menschen sagen uns ja immer meistens das Falsche. Ja, viele sagen sich, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, das will ich nicht, ach, das habe ich noch nie geschafft. Und das sind die Probleme. Sie sagen sich ja schon, was sie nicht können, und dann kann das Universum, das Leben dir natürlich auch nichts anderes geben. Und wenn du das erkennst in deinem Leben, das ist wichtig für die Zuschauer und Zuschauerinnen da draußen, dass sie erkennen, wenn sie sich selber kleinreden. Dann muss das gleich Kling machen. Hey, was habe ich denn da gerade zu mir gesagt? Ja. Ich habe gesagt, ich kann das nicht. Gleich den Glaubenssatz umdrehen und sagen, ich schaffe das. Und wenn nicht beim ersten Mal, dann aber mindestens beim zweiten Mal. Ich höre jedenfalls nicht auf. Wir haben laufen gelernt. Wir sind 100-mal umgefallen. Wir sind wieder aufgestanden. Das stimmt, ja. Und wenn ein einjähriges Kind 100-mal umfällt und den Mut dann noch nicht verliert, dann kann doch ein erwachsener Mensch erst recht weiter probieren, seine Ziele zu erreichen. Das ist absolut korrekt. Ganz genau. Das heißt, du tust eigentlich deine Fähigkeiten, also die Hypnose mit der Motivation. Motivation ist ganz was Wichtiges, weil die Motivation von dir muss ja dann auch in die Selbstmotivation Klienten dann, wie soll ich sagen, fließend übergehen. Ganz genau. Du hast ja auch noch mediale Fähigkeiten. Wie bringst du diese dann noch in, also ich nehme an, das ist ein Gesamtpaket, das du nutzt. Wie tust du das? Genau, das ist ein Gesamtpaket. Diese medialen Fähigkeiten, diese energetischen medialen Fähigkeiten, die bringen den Klienten dazu, dass er sich auch sieht, wenn er seine Ziele erreicht hat. Das nennen andere Visualisierung. Du musst es auch erspüren, erfühlen. Das ist ganz bekannt in der Quantenenergie. Ja. Soll das Ergebnis auch sehen? Da kennst du dich ganz besonders aus. Stell dir vor, wie du dich fühlst, wenn es soweit ist. Und genau da arbeiten wir mit. Das ist alles Universum. Das ist alles Matrix da draußen, da die Anderswelt. Du darfst es nennen, wie du willst. Ja. Und da habe ich ein ganz tolles Foto mitgebracht. So im Hintergrund sieht man das dann gleich. Das ist zum Beispiel ein Mensch gewesen, der wirklich, ja, wie soll ich sagen, sich diese Motivation abgeholt, diese Glaubenssätze getäuscht hat. Und auf diesem Foto sieht man ganz, ganz toll, wie das Ergebnis nach 6, 7 Monaten aussieht. Und das ist wirklich ganz, ganz klasse geworden. Ja, ein junges Mädel, das den ganzen Mut, die Motivation verloren hat, aber jetzt wieder hatte. Und die hat wunderbar abgenommen, die hat ihr Ziel erreicht, die hat ihre Ernährung umgestellt. Also das sieht man ganz toll auf dem Foto und da kann man wirklich nur ganz stolz drauf sein. Also vor der Sendung hast du mir das Foto gezeigt und das waren ja auch zwei verschiedene Menschen. Ganz genau. Die hat man gar nicht mehr erkannt. Ganz also genau. Das ist dann schon unheimlich, und wenn man das sieht. Also das ist wunderbar, wunderbar. Ganz genau. Dasselbe wie mit dem Gewicht, also tust du auch noch dann in die Ernährung eingreifen, also tust du die Leute auch dann motivieren, auch sich gesünder zu ernähren. Also wir haben das ja schon angesprochen, da hat man die Problematik eben zu viel Zucker, zu viel Fette, wie auch immer, zu wenig Bewegung, das ist ja heute ein riesiges Thema. Gehst du da auch in diese Schiene auch rein, dass du da auch noch beratend, also ein... Ganz genau, wir kriegen ein Gesamtpaket. Ein Gesamtpaket. Ein Gesamtpaket. Man muss bereit sein, für seine Ziele auch 120% zu gehen. Man muss bereit sein, an seine Ziele zu glauben und dafür einzustehen. Ja, vom Sofa sitzen erreicht keiner seine Ziele. Und ich bin nichts anderes wie, ich mache das Feuerholz an. So lange, bis du brennst. Und wenn ich 5-mal anzünden muss, dann zünde ich 5-mal an. Aber ich will, dass du wieder brennst in dir, um dein Ziel zu erreichen. Und jeder ist eigentlich Gott gegeben, wenn er auf die Welt kommt, hat jeder die gleichen Möglichkeiten. Ganz also keiner sagt, du wirst jetzt dick oder du bist jetzt dünn oder du bist jetzt weniger wert oder du bist jetzt mehr wert. Das sind eigentlich diese Einflüsse von außen. Kannst du noch schnell abschließend sagen, wie du diese Einflüsse, Einfluss nimmst, dass die Leute sich dann etwas abschirmen, also schützen? Bist du da auch noch... Ja, du musst dir das vorstellen, visuell gesehen bauen wir dann eine Mauer drumherum gegen alles Negative, dass die innere Stärke auch drinne bleibt. So musst du dir das vorstellen. Danach ist er so steinhart, so motiviert der Klient, dass er seine Ziele erreicht. Perfekt. Ich sehe gerade, unsere Sendungszeit geht zu Ende.
Ich möchte mich herzlich bedanken für das Gespräch. Es ist mir auch ein Anliegen, dass es den Leuten sehr gut geht, dass man ihnen helfen kann. Das ist eigentlich unsere Motivation, ganz unsere genau. Berufung. Liebe Zuschauer, wir haben den anderen gehört. Hochinteressant. Bitte nutzen Sie auch seine Fähigkeiten. Ich habe das Bild gesehen. Ich glaube, im Hintergrund wird das dann auch gezeigt. Und das ist nur eine Geschichte von vielen, wo er helfen konnte. Und ich denke, das würde sich wirklich lohnen, sich mal an der Nase zu nehmen und sagen, ich will, dass es mir gut geht, ich will, dass da eine Leichtigkeit in mein Leben kommt und ich will mein Leben leben, wie ich das mir eigentlich auch so vorstelle. Mit den Worten nochmal herzlichen Dank, lieber André, es hat mich sehr gefreut. Und ich verabschiede mich bei den Zuschauern und wünsche Ihnen ein wundergutes Gelingen mit Ihren Auflösungen von Glaubenssätzen und Blockaden.